Und wir sind uns ja alle einig, dass die hellste Farbe vermutlich die geeignetste ist. Also, ich war nochmals im Laden und es gibt ja diese Farbe nicht mehr, aber ich habe eine andere gekauft. Jetzt ist die Frage, ich habe dieses Wochenende einen Kurs. Streiche ich den Raum vorher, vor dem Kurs? Dann hätte ich heute und morgen Zeit. Oder streiche ich danach, was wesentlich entspannter wäre? Da bin ich wieder. Ich habe noch nichts gemacht. Ich habe aber noch einen Farbkübel gefunden. Ich sehe gerade, dass das Renovierfarbe ist. Ich werde jetzt mal eine kleine Menge anmischen mit dieser neuen Farbe, weil das ist mir wirklich zu dunkel. Es ist noch nicht trocken, aber ich sehe jetzt schon, es ist zu dunkel. Okay. Wir sind sehr nah an diesem Sandton, also das funktioniert. Ich werde das jetzt mischen und ich habe so keine Lust, diese Wände zu streichen. Und ich habe in meinem Leben schon so viele Wohnungen gestrichen. Ja, aber das Resultat ist dann immer schön und dann hat man Freude daran. Okay, machen wir das. Und keine Angst, ich nehme euch also nicht die ganze Zeit mit. Guten Morgen, heute ist Mittwoch. Und heute werde ich mal wieder ein bisschen kreativ arbeiten. Also, ich werde Eicheln machen. Das habe ich ja letztes Jahr schon gemacht in einem sehr edlen Stil. Also, wenn du da mal reinschauen möchtest, ich verlinke dir das oben in die Infobox und ich hoffe, diesmal funktioniert es. Im letzten Video war das alles plötzlich weg. Technik, keine Ahnung. Okay, ich werde diesmal einfache Eicheln machen. Gerade für Einsteiger ist das eine gute Übung, die Pulp kennenzulernen. Damit es für euch nicht zu langweilig wird, die schon länger dabei sind, werde ich auch diesmal wieder ein paar Fragen beantworten. So würde ich sagen, fangen wir an. Ich werde zuerst mit der Zeitung eine Eierform formen und dann modellieren. Diesmal werde ich kleinere Eicheln machen. Ich werde jetzt hier ein paar vorbereiten, einfach so kleine Eierformen. Und wenn ich ans Modellieren gehe, dann sehen wir uns wieder. Ich habe jetzt mal so ein paar Eier geformt. Und komplett mit Tape umwickelt. Das ist sehr wichtig, dass du das mit Tape umwickelst, damit sich die Zeitung nicht gleich aufsaugt und es die Form behält. Und wie du siehst, also es muss jetzt nicht ein perfektes Ei sein, das modellierst du jetzt, da kannst du die Form geben. Ich werde jetzt hier mal eines anfangen und werde ein paar Fragen beantworten oder einfach ein paar Dinge, die in den Kommentaren drin gestanden sind. Also kommen wir zum ersten Kommentar. Mich hat jemand gefragt, welche Acrylfarbe ich benutze zum Einfärben der Pulp. Du kannst hier jede Acrylfarbe nehmen.
es spielt keine Rolle. Ich würde jetzt hier nicht die teuerste Farbe wählen. Schau, dass du in einem Laden eine etwas günstigere Acrylfarbe bekommst und dann kannst du damit einfärben. Du kannst aber auch mit allerlei Pigmenten die Pulp einfärben. Und ja, die Finger werden dann farbig. Ihr könnt Handschuhe benutzen. Ich benutze nie Handschuhe. Ich bin kein Vorbild. Dann hat mich jemand gefragt, wie ich zu der Kunst gekommen bin. Ja, ich versuche mich kurz zu halten. Das war ein langer Weg, dass ich jetzt hier bin, wo ich bin. Ich habe sehr viele Umwege gemacht. Ich war aber schon mein Leben lang immer kreativ. Es war immer meine Leidenschaft. Ich habe als Kind immer gemalt und gebastelt und rumexperimentiert. Ja, das wollte ich eigentlich immer machen. Und wie so das Schulsystem ist, konnte ich dann vor ewigen, ewigen Jahren nicht auf die Kunstgewerbeschule. Ich wollte Kunst studieren und das ging nicht. Und dann habe ich mir einen Beruf ausgesucht. Ich musste einfach irgendwie eine Ausbildung machen und habe dann geschaut, ja, was könnte ich machen? Ich werde Kosmetikerin lernen. Natürlich ist die Ausbildung zur Kosmetikerin hat kaum was mit Schminken zu tun. Ja, okay, ich habe das dann gemacht und wollte dann den Weg einschlagen zur Maskenbildnerin. Also ich habe dann auch eine Ausbildung noch gemacht zur Maskenbildnerin und Visagistin. Habe nach der Ausbildung dann ein bisschen für Film und also Kleinfilme und Modeschauen und solche Sachen noch gearbeitet. Das hat mich aber sehr schnell gelangweilt. Dann habe ich mich dann selbstständig gemacht und habe dann noch ein Studium gemacht zur Raumgestaltung und Innenarchitektur. Und dann hatte ich 20 Jahre ein Geschäft, dann habe ich das verkauft, dann bin ich nach Hamburg gegangen, habe da ein Café eröffnet und ich wollte da ein Kunstcafé eröffnen. Das entwickelte sich alles anders. Ich hatte keine Zeit, mich darum zu kümmern und nach 3 Jahren hat es mich gelangweilt. Ja, dann habe ich wieder alles verkauft und bin zurück in die Schweiz gekommen. Das Café hatte ich ja in Hamburg und dann bin ich zurückgekommen. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich mir geschworen, und jetzt mache ich nur noch das, was mir Freude macht und was meine Leidenschaft ist. Und so habe ich mich wieder sehr intensiv mit der Kunst auseinandergesetzt. Auch ich hatte einen langen Weg, wo ich nicht das Selbstbewusstsein hatte, Kunst zu machen, weil uns ja immer gesagt wird, du brauchst eine Ausbildung, du brauchst ein Diplom und. Und so stand das für mich nie im Raum, mich da selbstständig zu machen. Als ich zurückkam, dachte ich, scheiß drauf, es ist meine Leidenschaft, ich mache das gern. Und diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, möchte ich weitergeben. Ja, dann, als ich zurückkam, wie es das Schicksal so will, kam gerade jemand auf mich zu und sagte, Eva, mach doch an einer Ausstellung mit. Und ich dachte, was? Nein, das kann ich nicht. Das ist für jemand, der kreativ ist, glaube ich, nicht das Schlimmste. Aber eine Ausstellung bedeutet, vor allem die erste Ausstellung, das fühlt sich an, als ob man nackt im Raum steht. Alle Menschen, die kommen, sehen deine Kunst,
Sie bewerten sie natürlich und sie können direkt auf dich zugehen und es ist halt eine Angriffsfläche. Man darf das nicht persönlich nehmen und es bringt einem weiter. Also jede Kritik bringt einem ja weiter. Aber es ist schon, das erste Mal eine Ausstellung ist schon sehr aufregend. Mit den YouTube-Videos angefangen und hab meine alte Kamera geholt und habe einfach mal angefangen und auch da das erste Video hochzuladen. Oh mein Gott, was denken die Leute? Was kommen für Kommentare? Werde ich zerfetzt? Oder ist es okay? Also das sind solche Sachen, die man durchläuft und daran wächst man. Und ja, es hat mir noch jemand einen Vorschlag noch gemacht, eine Blechdose mit Pulp zu bearbeiten. Das habe ich tatsächlich gemacht und alle, die mein Buch haben, da ist so eine Blechdose drin. Ja, vielleicht mache ich da noch ein Video. Ich muss immer ein bisschen schauen, was ich im Buch habe, damit es sich ein bisschen abhebt. Aber klar, Wiederholungen lassen sich nicht vermeiden. Mein erstes Ei ist soweit fertig. Ich werde jetzt die anderen 5 machen. Da werde ich auch einen Schnelldurchlauf machen. Und dann kommen die auf die Heizung. Ich habe ja bereits schon die Heizung an. Dann werden die getrocknet und dann kommt eine weitere Schicht drauf. Es ist Donnerstagmorgen. Und nur zur Information, das ist mein Atelier-Pullover, also ich ziehe mich schon jeden Tag frisch an. Meine Eier sind nun getrocknet, das ist der Vorteil, wenn es kälter wird. Man kann sie auf die Heizung legen und sie sind sehr schnell durchgetrocknet. Ich werde nun die zweite Schicht auftragen. Ich persönlich arbeite immer in Schichten. Bei der ersten Schicht schrumpfelt das sehr stark und wenn du die zweite Schicht aufträgst, dann wird die Oberfläche viel glatter. Also immer wieder in Schichten arbeiten, es wird viel schöner zum Schluss. Gestern habe ich bereits ein Video gedreht für das Rezept der Pulp. Das habe ich bereits hochgeladen, das hast du sicher schon gesehen. Und ich werde noch weitere so kurze Videos machen, wo ich dir erkläre den Umgang mit Pulp, wie du die Pulp bearbeiten kannst, wenn sie getrocknet ist. Also da kommt auch einiges, weil da auch immer wieder Fragen auftauchen. Und danach beantworte ich keine Fragen mehr. Schaut euch die Videos an, stöbert bei mir rum, da findet ihr alles. Ich muss mich noch entschuldigen für die Qualität der Aufnahme von gestern. Ich darf scheinbar nicht so mit dem Spachtel rumfuchteln. Da kommt irgendwie die Kamera nicht mit. Ich habe jetzt aber einige Einstellungen geändert und hoffe, dass es heute besser funktioniert. Also entschuldigt die schlechte Qualität. So würde ich sagen, ich werde die zweite Schicht auftragen und werde noch 2 Fragen beantworten. Wir legen los. Jemand hat mir noch geschrieben, wie ich die Eicheln, die großen, die ich letztes Jahr gemacht habe, wie ich die ganz am Schluss bearbeitet habe. Also ich gehe davon aus, dass du diese weiße Schicht meinst, die ich aufgetragen habe. Das ist nur ganz verdünnte Acrylfarbe. Das habe ich einfach drüber laufen lassen und so getrocknet. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Ich arbeite immer in mehreren Schichten, auch bei der Acrylfarbe. Noch zu der Frage von gestern bezüglich, wie ich Künstlerin geworden bin und wie ich mich selber jeden Tag motiviere. Ich
brauche mich nicht zu motivieren, denn hätte ich einen anderen Beruf, was würde ich in meiner Freizeit machen? Genau das. Daher hat mein Tag zu wenige Stunden für all meine Ideen, die ich im Kopf habe. Ich stehe meistens morgens um 6 Uhr auf, also ich bleibe dann noch im Bett, aber ich bin dann schon wach und arbeite dann oft schon an meinem Computer und probiere aus oder recherchiere gewisse Dinge, wie die Technik zum Beispiel. Und ja, es gibt sicher Tage, wo ich nicht so motiviert bin und dann mache ich auch nichts. Ich arbeite 7 Tage die Woche und da kann ich mir natürlich mal rausnehmen, einfach mal zu sagen, ich mache heute nichts, ich lasse mich heute treiben. Oder man kann auch mal in ein Museum gehen. Und ich tausche mich auch mit anderen kreativen Künstlerinnen aus. Und das ist natürlich sehr wichtig, das motiviert, inspiriert einem. Also von dem her passt das so. Und natürlich, wenn ihr Kommentare reinschreibt, das motiviert mich sehr, meine Videos weiterzudrehen. Ich habe auch nicht immer Lust, ein Video zu drehen, weil es einfach sehr aufwendig ist, sehr viel Zeit kostet, immer wieder die Kamera umzustellen und dann zu schneiden, dann die Musik hochzuladen, den Titel zu machen, einen Titel zu überlegen und, und. Und wenn ich im Zeitdruck bin und wirklich gar keine Lust habe, dann mache ich halt auch mal eine Woche lang kein Video. Denn für ein Video bin ich jeden Tag am Drehen oder zumindest 3 bis 4 Tage in der Woche. Und dann kommt halt noch der Bürokram dazu und ich muss unbedingt meine Steuererklärung noch fertig machen. Ich nehme mir das jedes Jahr vor, dass ich das im Januar sofort erledige. In der Schweiz musst du zum Glück die Steuererklärung nur einmal im Jahr machen. Und das ist schon zu viel. Ja, also es ist September, ich muss das unbedingt machen. Ende September muss ich die abgeben. So, ich werde jetzt hier weiterarbeiten. Wir gehen in den Schnelldurchlauf mit ein bisschen Musik und dann sehen wir uns wieder, wenn diese hier trocken sind. Meine Eier sind nun fertig, also sie sind trocken und jetzt werde ich sie ein bisschen schleifen und das mache ich mit Schleifpapier für Holz und das ist jetzt 180. Schau, dass du kein zu grobes Schleifpapier nimmst, sonst reißt du alles wieder auf. Nachdem sie geschliffen sind, trage ich ja sehr gern ein bisschen Spachtelmasse auf, um einfach die Rillen zu füllen. Mich stört jetzt das bei der Eichel, weil die einfach sehr glatt ist oder auch bei den Eiern. Das brauchst du nicht zu machen. Du kannst die schleifen und dann direkt bemalen. Wenn du aber mit Spachtelmasse arbeiten möchtest, dann nimm einfach eine herkömmliche Spachtelmasse. Ich verwende dafür immer das Pulver von Moltofil und rühre es mit Wasser an. Und dann habe ich so einen dicken Brei und dann trage ich das
ganz grob auf. Danach schleife ich es wieder und wenn es nötig ist, trage ich nochmal eine Schicht auf, so lange, bis ich zufrieden bin. Aber wie gesagt, das brauchst du nicht zu machen. Ich bin da einfach ein bisschen perfektionistisch. Ich habe ja hier meine Tischplatte neu gemacht und damit die schön bleibt, habe ich ja extra so eine Matte gekauft, wo ich drauf arbeiten kann. Aber Frau Kündig macht das natürlich wieder nicht und jetzt ist meine neue Tischplatte wieder schmutzig. Was soll ich dazu sagen? 2 Stunden später und sie sind soweit fertig zum Bemalen. Ich verwende hier jetzt Acrylfarben. Es spielt keine Rolle, was für Acrylfarben du nimmst. Ich habe jetzt die vom Künstlerbedarf. Das spielt aber wirklich keine Rolle. Ich arbeite grundsätzlich mit den Primärfarben. Also das heißt Rot. Also Kirschrot habe ich jetzt hier. Dann Kobaltblau und Gelb, Schwarz und Weiß. Das reicht, damit du alle Farben mischen kannst, die es gibt. Ich habe jetzt die noch lackiert mit einem Sprühlack, einfach damit mir die Farbe nicht gleich in den Untergrund einzieht und ich schöne Verläufe machen kann. So würde ich sagen, mischen wir mal die erste Farbe an. Das wird ein dunkelbraun sein und dann werde ich die erste Schicht auftragen. Ich werde jetzt ein Braun anmischen. Ich löse hier immer die Kappe, weil du brauchst extrem wenig Farbe. Hier habe ich jetzt das hellere Braun und hier habe ich ganz, ganz wenig noch Schwarz beigefügt und dann bekommst du ein dunkles Braun. Mit dieser Farbe hier werde ich jetzt anfangen und ich werde viel Wasser dazugeben. Die erste Schicht ist jetzt bereits getrocknet. Du kannst das mit dem Föhn beschleunigen. Und jetzt werde ich mit der gleichen Farbe nochmals darüber gehen. Und dann ist das so wie eine Lasur. Das Dunkelbraun ist getrocknet und jetzt gehe ich mit dem Hellbraun über das Dunkelbraun auch ganz locker. Und so erhältst du Tiefe und dann lasse ich das auch wieder trocknen und so weiter und so fort. Thank you.
Es ist Samstagmorgen. Ich sehe noch ein bisschen zerknittert aus. Ich habe gestern an diesen Eichen noch bis 9:30 Uhr gearbeitet. Die sind jetzt alle schon fertig, bis auf diesen hier. Und wie es damit weitergeht, das zeige ich dir jetzt. Ich habe hier noch alte Lederbändel und die werde ich jetzt oben an diesem Ei anbringen, damit dann schlussendlich wie eine Eichel aussieht. Ich arbeite mit zwei Klebern aus folgendem Grund. Den Sekundenkleber werde ich nur punktuell einsetzen, damit ich zügig weiterarbeiten kann. Und der Weißkleber, der sorgt dafür, damit es danach auch hält. Okay, ich werde starten. Ich habe überall Sekundenkleber an den Fingern, also passt da auf. Es kann schmerzhaft werden. Wie gesagt, ich möchte das hier oben anbringen und dafür mache ich mit dem Sekundenkleber zuerst mal eine Basis. Dann suchst du hier oben die Mitte und dann klebst du das hier drauf mit dem Sekundenkleber. Dann nehme ich den Holzkleber und trage es hier auf. Ich mache das auch hier ein bisschen drunter, damit es dann auch wirklich schön hält. Der Sekundenkleber ist nicht für die Dauer geeignet. So. Und dann fange ich an, hier rumzuwickeln. Und dann wickelst du das weiter und weiter rum, klebst es schön an, bis du fertig bist. Wenn man die Mitte nicht ganz getroffen hat, dann ist es ein bisschen Scheps, wie der hier. Das ist aber egal, das spielt keine Rolle. Man darf ja sehen, dass es von Hand gemacht ist. Und hier hat mir jetzt der Lederbändel nicht mehr komplett gereicht, um alles abzudecken. Und ich finde es nicht schön, wenn ich jetzt hier nochmals ansetze. Das sieht man, das stört mich. Und jetzt werde ich hier unten am Rand entlang noch was mit Farbe machen, damit ich das irgendwie kaschieren kann. Mal schauen, was mir da einfällt. Die anderen habe ich ja schon fertig, da hat es gereicht. Da werde ich aber auch unten durch jetzt noch was machen, damit alle zusammenpassen. Also die habe ich gestern Abend noch bis 9:30 Uhr gemacht. Okay, dann werde ich mal schauen, wie ich dieses Problem löse. Ich habe es geschafft, meine Eicheln sind fertig. Ich habe jetzt hier oben noch so ein Bonbon hingemacht. Ich finde das super süß, mir gefällt das.
Sehen sie aus wie Eicheln? Ja, vielleicht. Ich finde sie sind schön geworden, eine lustige Dekoration. Und es hat Spaß gemacht, es hat Nerven gekostet, es hat mir die Finger zusammengeklebt. Aber ja, mir gefällt's. Was ich immer wieder in den Kommentaren lese, dass ihr meine Videos schaut, aber euch nicht traut, mit Pulp anzufangen. Warum nicht? Es kann nichts passieren. Im schlimmsten Fall hast du die Zeitung deines Mannes versaut. Aber was soll's? Fang an, probier es aus. Es ist nicht schwierig. Es kann gar nichts passieren. Versuch es. Es macht wirklich Spaß. Einige von euch haben mir Inspirationen geschrieben, was ich zeigen könnte. Vielen Dank dafür und seid nicht enttäuscht, wenn ich immer nicht gleich alles aufgreife. Ich notiere mir das und versuche das so nach und nach abzuarbeiten. Und ich weiß, es sind auch immer Vorschläge drin, von Tieren zu modellieren. Ich kann keine Tiere modellieren. Ich habe da viel zu wenig Übung. Wenn ich einen sehr guten Tag habe und Lust darauf, dann werde ich sowas mal versuchen. Aber mein Schwerpunkt sind halt Gesichter. Und wie es so schön heißt, Übung macht den Meister. Und in den Tieren habe ich keine Übung. Aber wir werden sehen. Ich habe euch ja noch gar nicht gezeigt, wie die Vase fertig ausschaut. Das ist die hier. Die ist fertig. Und die steht leider nicht zum Verkauf, weil das war ein Auftrag. Die ist schon weg. Aber da drüben steht fast die gleiche. Im Stil auf jeden Fall die gleiche Vase. Die werde ich jetzt noch lackieren und farblich ergänzen und die kommt dann in den Shop, also da dürft ihr gerne reinschauen. Das zudem. Und dann, was ist mit meiner Wand passiert? Wir schauen es uns an. Komm mit. Wie ihr seht, man sieht nichts. Aber ich habe sie gestrichen. Ich habe aber die Farbe vermutlich zu hell angemischt. Daher sieht man nicht viel. Also wo ich sie gestrichen habe, den Unterschied den hat man schon gesehen. Also ein Riesendrama um nichts. Aber es war ein Desaster, diese Wand zu streichen. Ich habe ja die Farben gemischt. Und die eine war dicker wie die andere. Und als ich die aufgetragen habe, hatte ich alles Punkte. Also musste ich das an der Wand wie nochmals mischen. Es war eine Katastrophe. Und daher für dieses Jahr war es das mit Streichen. Aber ich bin hier noch nicht fertig. Es war jetzt alles mal provisorisch aufgebaut, weil ich ja den Kurs hatte. Dann musste das fix gehen. Wie es hier weitergeht, ich halte euch auf dem Laufenden. Und den Atelierbesuch bei meiner lieben Kollegin habe ich jetzt schon das zweite Mal verschoben, es euch zu zeigen, weil es einfach die Länge des Videos sprengt. Daher werde ich ein extra Video machen. Ich werde das anfangs diese Woche hochladen. Also nächste Woche werde ich das hochladen und auch nochmal was zu Pulp, diese kleine Sessions, wie ich das schon anfangs erwähnt habe, weil da auch noch die Frage war, oben den Rand der Vase, wie man damit umgeht. Davon gibt es übrigens schon ein Video, schau da gern nach auf meinem Kanal, wie ich eine Vase herstelle oder selber mache. Eines meiner ersten Videos, schau da bitte nach, da erkläre ich Schritt für Schritt, wie du eine Vase machst. In diesem Sinne, bleib kreativ, umarm deine Liebsten, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.